Schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen auf Chess24. Mein Name ist Jan Gustafsson und es ist mir wie immer eine besondere Freude, neben meinem geschätzten, wie immer blendend aussehenden, blendend vorbereiteten Kollegen, Großmeister Ilja Zaragatzki, zu sitzen. Ilja, was machen wir heute? Ich hatte gehofft, du weißt das. Ich glaube, wir wollten heute mal wieder Bundesliga-Partien anschauen. Es gab sogar die Schlussrunde jetzt am Wochenende. Wir kommen frisch aus Eppingen und werden mal so ein bisschen rekapitulieren, was in der stärksten Liga der Welt, wie manche meinen, geschehen ist. Jan, hast du eine Ahnung, wer ist eigentlich Meister geworden? War das dieses Mal klar oder es war spannend, oder? Es war ein enges Rennen, aber am Ende konnte sich meine Mannschaft, die OSG Baden-Baden, ungeschlagen mit 30 Mannschaftspunkten aus 15 Kämpfen durchsetzen. Nein, im Ernst, es war nicht wirklich spannend. Wir hatten vor der Schlussrunde schon 5 Mannschaftspunkte Vorsprung auf den Rest der Liga. Das heißt, ein Sieg hätte uns gereicht zum Titel. Und am Freitag ging es gleich auch ins Duell gegen den engsten Verfolger aus Hockenheim. Mir ist übrigens aufgefallen, Hockenheim und Hoffenheim liegen direkt nebeneinander. Wusstest du das? Das ist alles da in der Epping-Region. Ich habe mir die Karte angeguckt. Hockenheim, Hoffenheim, Epping. Alles eine Ecke. Ja, das ist gut, dass du dich da geografisch weiterbildest. Ich glaube sogar, die haben fast denselben Sponsor. Oder ich möchte jetzt nichts Falsches verraten, aber die stecken bestimmt alle unter einem Hut. Dietmar Nein. Hopp hinter dem Schachclub Hockenheim steckt. Nee, aber ist nicht, heißt nicht das Stadion von Hoffenheim-Würsoll irgendwas Stadion? Und Würsoll hat doch irgendwas auch mit Hockenheim zu tun. Wahrscheinlich erzählen wir völligen Stuss hier und wir werden schnell widerlegt. Aber ja, man kann ja ein bisschen darüber sinnieren. Das ist auch unser Job. Zurück zum Thema. Am Freitag, diesmal war die Dreierrunde, zentrale Runde mit allen Mannschaften vor Ort, bekam es mein Verein Baden-Baden mit Hockenheim zu tun. Wir hatten recht stark aufgestellt. Wir hatten Levon Aronjan unter anderem dabei, die Nummer 2 der Weltrangliste. Nach wie vor, obwohl das Kandidatenturnier nicht so doll lief für ihn, haben wir uns natürlich gefreut, ihn zu sehen. Aber das Match gegen Hockenheim war ein bisschen kritisch. Wir hatten viele Remisen, darunter auch meine Wenigkeit. Und eins davon wollen wir uns ein bisschen angucken. Und es stand sehr auf der Kippe. Am Ende konnten wir gewinnen, weil Michael Adams ein sehr ausgeglichenes Endspiel gegen Rainer Buhmann noch gewonnen hat. War 4,5 und damit der Meistertitel. Aber unsere letzten Matches, muss man gestehen, waren alle sehr, sehr knapp. Also am Ende hat es dann gereicht, weil wir wenig Partien verloren haben. Aber ein bisschen gewackelt Baden-Baden, muss gestanden werden. Und da hast du, glaube ich, was vorbereitet aus diesem Kampf. Ich wälze die Verantwortung schon mal. Du überschätzt mal wieder meine Arbeitsmoral. Aber ein bisschen was habe ich vorbereitet. Du hast gerade gesagt, ihr habt knapp die Meisterschaft gewonnen, ja? Nee, die Meisterschaft war deutlich. Den Kampf haben wir den knapp Kampf, gewonnen. Den Kampf, okay. Auch das mag ich nicht so recht glauben. Aber gut. Ja, wir haben hier die Partie Dennis Wagner, einer der Prinzen, gegen Alexei Schirow. Und der letzte Zug von Schwarz war hier Dame B6, was einen Angriff auf F2 impliziert. Ja, was will man da machen? Jan, irgendeine Idee? Es ist, glaube ich, noch eine Theoriestellung, mit der ich mich in grauer Vorzeit auch einmal auseinandergesetzt habe. Es ist extrem kompliziert und ein bisschen auch eine Frage der Vorbereitung. Ich glaube, Dennis Wagner war hier besser vorbereitet als Herr Schirow. König G2 wurde gespielt, sieht den Einschlag kommen und geht einfach dem aus dem Weg schon mal. Also, ich glaube, Dennis Wagner ist auch ein relativ, wenn nicht taktischer, dann noch sehr aktiver Spieler. Und Schirow ist ja sowieso dafür bekannt, dass er das Brett immer in Flammen stellt. Und man sieht hier in dieser Partie, dass beide Gegner irgendwie versuchen, auf den gegnerischen König drauf zu gehen. Also hier, die schwarzen Figuren haben sich auf F2 eingeschossen. Die weißen Figuren schauen hier auch so ein bisschen auf den schwarzen König. Und es ist spannend, was daraus entsteht. So, viele schöne Pfeile habe ich gemacht. Würdest du Dennis Wagner auch als einen deiner zukünftigen Konkurrenten um den Platz in der Nationalmannschaft sehen? Darauf werden wir noch zurückkommen. Aber das ist ja eigentlich das Thema dieser Sendung. Ilja Zaragatzki würde gerne in die Nationalmannschaft. Wir denken, er hätte es auf jeden Fall verdient. Aber bisher findet er kein Gehör beim Bundestrainer. Und deshalb wollen wir uns auch ein bisschen mit den Kontrahenten hier beschäftigen. Mhm. Dennis Wagner, einer der Prinzen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie alt er ist. 17 würde ich mal so tippen. Vielleicht schon 18. Vielleicht schon 18. Ich sehe schon, du verfolgst das auch. Ja, die Altersstruktur. Gut, das sind ja meine Konkurrenten. Ne? Ich spüre da auch inzwischen einen Komplott, eine Verschwörung
ähnlich wie vielleicht ein Stefan Kießling. Ich bringe immer die Leistung, aber ich werde nicht ein... Meinst du nicht? Also der Vergleich mit Kießling ist ganz gut. Über das immer die Leistung bringen kann man in beiden Fällen streiten, denke ich. Aber besser lieber Kevin Kurani oder zum Beispiel Roman Weinfeller hat es ja doch noch geschafft in die Nationalmannschaft. Aber gut, Dennis auf jeden Fall ein sehr starker Spieler, wird demnächst auch Großmeister werden. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Er hat sogar mich schon mal geschlagen. Ist auch noch mit den schwarzen Steinen. Ja, ganz großes Talent, sollte man sich merken. Und das sieht man auch in dieser Partie. Also hier beide Gegner noch in der Vorbereitung. Es kam Springer schlägt F2, E5, Springer D7. Und hier hatte Dennis dann nach der Partie ausgesagt, dass B4 er irgendwann nochmal auf dem Analysebrett hatte. Schirow hingegen kannte nur Springer D1. Frag mich nicht, was diese ganzen Züge für einen Sinn haben. Und okay. Ja. Und Springer schlägt E5, Springer schlägt F2, Läufer F8. Das meinte Schirow noch zu kennen mit vermeintlicher Kompensation hier. Zwei Bauern und so ein bisschen unsichere Königsstellung beim Weißen. Sieht alles sehr willkürlich aus, Springer D1. Man kann den Springer natürlich auch nehmen, weil dann kommt wahrscheinlich Turm schlägt D1. Und ich könnte das mal kurz gucken hier. Der Springer auf D7 hängt und alle möglichen Opfer hier gegen den schwarzen König drohen, also das ist wahrscheinlich dann nicht so prickelnd für Schwarz. Aber B4 war der Zug, den Dennis Wagner hier vorbereitet hatte. Liegt auch recht nah, ne? Gewinnt eine Figur auf den ersten Blick. Also war Schirow vielleicht nicht so ideal präpariert für die Partie. Nee, es ist auch ziemlich fahrlässig, nur 18 Züge zu kennen in jeder Variante, in jeder Öffnung. Wenn man solche Varianten spielt und beide Gegner der Theorie folgen, ist schon wichtig zu wissen. Nee, das stimmt natürlich. Auf dem Niveau... da reichen selbst 18 Züge häufig nicht aus. Aber gut, der Junge kann ja auch ein bisschen selbst Schach spielen. Es kam jetzt Läufer schlägt B4, Turm schlägt F2 und Springer schlägt E5. Schwarz hat hier drei Bauern für die Figur und reklamiert auch ein bisschen Kompensation. Es droht C5 mit doch unangenehm luftiger Königsstellung hier vom Weißen. Dann vielleicht noch Dame C6 hinterher. Aber jetzt ist ja Weiß erstmal dran und wir würden diese Partie natürlich nicht zeigen, wenn nicht auch Weiß hier einiges zu bieten hätte. Springer schlägt G7. Ich verstehe nichts, was hier passiert. Also weder während die Partie lief, noch jetzt. Insofern schaue ich es mir gerne an. Ich habe keine Ahnung, warum man den Springer nicht schlagen kann zum Beispiel oder was allgemein hier los ist. Ja, der wird gleich geschlagen. Aber ich habe dir das ja gerade schon versucht zu erklären, was hier in dieser Partie abgeht. Es versuchen einfach beide matt zu setzen. Okay. Und das kommt dann dabei raus, wenn beide Gegner einfach... Meistens ist es ja so, dass einer angreift und der andere sich... Aber nein, in dieser Partie nicht. Okay, also C5 Zwischenschach, das macht natürlich Sinn. König H3, Läufer C8. Ich weiß nicht, ob Schirow hier nach König G2 mit einem Remis einverstanden gewesen wäre. Vielleicht. Ne? Ich weiß auch nicht. Aber ein Dennis Wagner macht kein Remis. Okay. G4, auch nicht gegen Schirow. König schlägt G7, Läufer schlägt E5. Ja, Läufer schlägt E5. Wie ging die Partie aus eigentlich? Das weißt du nicht. Doch. Ja, Remi. Okay. Läufer schlägt E5. Das forciert jetzt die Geschehnisse ein bisschen, aber Dennis sagte im Postmortem, Turm AF1 ist vielleicht eine Überlegung wert, um einfach die Partie am Laufen zu halten. Und der schwarze König sieht schon ein bisschen gefährdet hier aus. Wird direkt auf F7 Einschlag angedroht. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Schwarz kann sich sicherlich noch verteidigen, aber wenn Weiß etwas probieren will, dann vielleicht auf diese Art und Weise. Aber es kam Läufer schlägt E5 Schach, Turm schlägt E5, Turm schlägt F7. Also wenn Figuren opfern, dann richtig. Ne? Ich meine, ich würde mir das auch nicht gefallen lassen, als Weißer einfach ein Figurenopfer des Gegners, ungesühnt. Da würde ich erstmal irgendwas zurückopfern. Ne? Ich meine, du kennst ja auch meinen Spielstil mit Weiß. In der Tat. Okay, also es ging weiter mit König F7, Dame schlägt H7, König E6. Das ist wohl alles forciert und... Hier dachte der Weißspieler wohl, dass er mit Springer E4 gute Gewinnchancen hat hier. Warum auch immer, ja, ich weiß es nicht. Ich sage nur, was in der Analyse danach herauskam im Interview. Interessant finde ich ja auch, dass du die Zeit hattest, alle Postmortem-Analysen von gegnerischen Partien zu verfolgen. Gut, ich bin du halt scheinst schnelle, Vollblut-Schachprofi, wie du weißt. Dreimal schnell Remis gemacht und dann im Analysesaal rumgehangen wahrscheinlich. Genau. Also Springer E4 und aus irgendeinem Grund müsste Schwarz hier normalerweise Angst haben um seine Königsstellung, aber C4
Und Schwarz steht auf einmal gut, mit guten Gewinnaussichten. Dame E3 droht und der Läufer kontrolliert das wichtige Feld E7, das später mal sehr nützlich sein kann, wenn der König wegläuft. Auch der Fakt, dass Schwarz einen Turm mehr hat, könnte zu seinen Gunsten selbstverständlich, ja. greifen irgendwann. Ne? Aber angeblich ist hier C4 der einzige oder zumindest der mit Abstand stärkste Zug. Ja, geht aber nicht und deswegen kann man sich dann, muss man sich mit einem Remis begnügen gegen einen 2-7er, auch so traurig das ist, aber hier wurden dann die Züge wiederholt. Also eine sehr interessante, spannende Partie mit beiderseitigen Opfern, die dann aber doch in einem Remis gemündet ist. Ja, der Wettkampf, wie gesagt, am Ende haben wir ihn gewonnen, aber er lief wirklich nicht besonders doll für uns. Also Schirov rannte hier in die Vorbereitung, ich stand schlecht am Anfang, Neidic, dachte ich, sei kritisch. War vielleicht nur optisch, aber es sah so aus, als würden wir auch verlieren können. 4,5, 3,5 und am Ende haben wir 4,5, 3,5 gewonnen. Und das war dann der Meistertitel am Freitag schon. Hat uns natürlich gefreut. Die Liga war nicht so spannend dieses Jahr, muss man gestehen. Ne? Aber trotzdem, glaube ich, viel hochklassiges Schach gespielt worden. Wie war das genau nach eurem gewonnenen Titel? Gab es dann eine große, gab es eine Weißbierdusche oder irgendeine große Party, Orgie im Hotel, irgendwas? Details kann ich natürlich nicht verraten. Wer den neuen Stromberg-Film gesehen hat, der kann sich so in etwa vorstellen, was da los war. Aber ernsthaft, es war der 9. Titel in Folge. Insofern ist die Aufregung nicht mehr bei allen ganz so groß wie beim 1. Titel. Aber es war sehr nett. Der Sponsor Wolfgang Grinke höchstpersönlich war am Samstag da, hat uns zum Essen eingeladen in ein sehr schönes Schlosshotel. Aber Schachprofis, die wir alle sind, sind wir dann natürlich früh ins Bett gegangen, um uns auch auf die sonntägliche Partie noch vorbereiten zu können. So, wo wir beim Thema Dennis Wagner sind. Einer der Prinzen, haben wir ja schon erwähnt, zusammen auch mit Rasmus Swane, der für Hamburg spielt. Mein ehemaliger Schüler, der auch eine sehr gute Saison hatte. Und Dennis Wagner auch schon einige Male brilliert diese Saison. Ich kann mich an eine brillante Partie unter anderem gegen Herrn... Oh, jetzt... Herrn Rustemov erinnert. Hat keiner gesehen. Das hat, glaube ich, keiner gesehen. Hat auch gegen Arik Braun eine schöne Kombination und auch Arik gut überspielt. Erwähnen wir hauptsächlich deshalb, ich glaube, wir haben noch eine Niederlage von Arik Braun vorbereitet für die Saison. Dass, wenn wir schon Wagner loben, wenigstens, dass wir Arik ein bisschen schlecht reden. Auch natürlich alles im Hinblick auf Ilias. Wenn ich sage Ilias, meine ich eigentlich meine Kandidatur für die Nationalmannschaft. Deine. Ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Und nach allem, was ich höre, sehe ich meine Fälle ein bisschen davonschwimmen hier nationalmannschaftstechnisch. Mhm. Es gibt auch einen Neuzugang, den werden wir auch noch später hier in der Show haben. Ja. Also eine Partie nicht in der Show. Wie dem auch sei, ich habe es eben schon kurz gezeigt. Hier haben wir Wagner gegen Braun. Nicht gut gelaufen für Arik. Sein König ist ein bisschen offen. Und Wagner fand den schönen Zug Springer nach D5, einen Damenopfer. Ich denke, man könnte sagen, ein Scheinopfer, weil auf Läufer schlägt D2 wäre Turm H8 Schachmatt recht effektiv. Schwarz ist daher gezwungen, ich kann noch nicht so gut sprechen, ist noch früh am Tag, diesen Springer zu schlagen. Mit E schlägt D5. Jetzt Dame schlägt B4 Schach. Sehen wir schon, hat Schwarz wieder das kleine Problem. Er kann nichts dazwischen stellen, weil dann Turm H8 Matt wieder recht mächtig wäre. Zum Beispiel Dame E7, Turm H8. Wäre wieder blöd. Daher musste König G8 kommen, aber der König, ja, wird nicht lange überleben hier, wenn er zurück muss in sein Gefängnis, könnte man fast sagen. Das stimmt wohl. So, jetzt kam noch Turm H7. Ja, mach mal noch die paar Züge. Ja. Ja, ist eigentlich egal. Also hier ist ja klar, dass das matt wird, früher oder später. Arik hat noch einen Läufer mit ins Grab genommen, immerhin konnte er sagen, er hatte eine Figur mehr, aber... ja, das Matt wird schwer zu verhindern sein. Mir ist gerade aufgefallen, darf ich an dieser Stelle, schade eigentlich, dass die Dame nicht irgendwo auf B1 oder E1 stehen würde. Sagen wir, sie stände hier und Weiß wäre nochmal dran. Dann könnte man dieses typische Motiv mit dem doppelten Turmopfer überlegen. Und das könnte vielleicht sogar gewinnbringend sein. Was meinst du? Nicht ganz, ja? Doch,
Fast. Also fast. Man hat halt zwei Türme jetzt eingestellt, aber ist ein schönes Motiv auf jeden Fall. Ja. Das wäre den Zuschauern. Ja, leider nicht ganz. Nee, ich muss zugeben, ich habe gerade nur König D6, C5 gesehen und dachte, das sei matt. Aber wenn hier noch irgendwo ein Bauer stehen würde, dann würde meine Kombination fast funktionieren. Nee, aber das ist ja auch gar nicht nötig an dieser Stelle, Turm H7. Auch jeder andere Zug des Turms auf der H-Linie hätte hier gewonnen. Aber Springer D5 natürlich auch schon ein schöner Zug. In der Tat. So, die Dramaturgie des Wochenendes. Ich weiß nicht, wir standen eben als Meister fest. Es ging dann viel um den zweiten Platz. Am Ende wurde Mülheim, glaube ich, Zweiter. Auch dank unserer Mithilfe, weil wir Hockenheim und Eppingen, die, glaube ich, vor der Dreierrunde geteilter Zweiter waren, beide besiegen konnten. Aus unserem Kampf gegen Hockenheim haben wir noch ein Segment. Du hattest ja gewünscht, nachdem es letztes Mal auf unglaublichen Zuspruch stieß, dass ich ein paar Züge raten durfte, dass du diesmal auch ein paar Züge raten darfst. Ich befürchte eigentlich, dass du die Partie schon kennst. Insofern, sollte ich die Züge richtig erraten, werde ich dir Betrug oder Wissen unterstellen. Sehr gut, damit kann ich mich anfreunden. Bevor wir zu dieser Partie kommen, ganz kurz, mir fällt gerade noch etwas auf. Heute ist das Video des zu spät noch Einfallens. Da wir natürlich auch immer ziemlich schlecht vorbereitet sind. Was ist eigentlich mit Dame schlägt D5, C schlägt D5? Ich weiß nur, dass du die ganze Zeit reinkommst und mich fragst, was ich schon vorbereitet habe und dich total auf mich verlässt. Was ist eigentlich mit dieser Variante? Dame schlägt D5 war Schach, ne? C schlägt D5, Läufer D2, mehr Figur, 0-1, oder was? Vielleicht geht D6 noch. Das ist auch schön, oder? Das hätten wir fast versäumt, unseren Zuschauern mitzuteilen. König G8 muss kommen, es gibt keine andere Möglichkeit. Und ja, jetzt kann man sich wieder ein Feld auf der H-Linie aussuchen. Was sieht denn sympathisch aus? Den E3 nochmal überdecken, zur Sicherheit, falls man was übersehen hat. Und das wird matt. Also ein doppelt schönes Motiv hier, Springer D5. Gefällt mir sehr gut. Man muss aber auch dazu sagen, die weiße Stellung ist natürlich schon so mächtig, dass es viele Gewinnwege gibt. Gut. Ja, vielen Dank, dass du das für den Zuschauern noch mitgeteilt hast. Wir wurden ja instruiert, diesmal nicht zu überziehen. Und ich denke, je mehr wir den Zuschauern noch mitzuteilen haben, mit jedem von unseren 10 Partiesegmenten, desto näher kommen wir diesem Ziel. Aber auf der anderen Seite sind wir ja große Schachästheten und so etwas kann ich einfach nicht verschweigen. Das stimmt. So, ich darf Züge raten, angeblich nach deiner Meinung. So, kommen wir zu einem meiner Lieblingsspieler diese Saison, der Ungar Richard Rapport. Einerseits einer meiner Lieblingsspieler, weil er sehr, sehr lustige Öffnungsexperimente macht. Er macht auch interessante Haarexperimente, aber das ist ein anderes Thema, wo du dich vielleicht besser auskennst. Mit Sicherheit. Und hat auch eine sehr starke Saison gespielt für Hockenheim. Spielte im Kampf gegen uns, gegen niemand anders als die Nummer 2 der Welt, Levan Aronian. Und du hattest ja gewünscht, einmal Züge raten zu dürfen. Und deshalb dachte ich, mal gucken, ob du Rapports-Züge erraten kannst in der Öffnungsphase dieser Partie. Wenn du Glück hast, dass die Partie verfolgt, das würde deinen Task erleichtern natürlich. Rapport mit Weiß. Eine andere Möglichkeit sehe ich auch nicht, um deinen Score zu toppen. Ich glaube, du hattest alles richtig bis auf den letzten Zug. In der Tat. Sehr bedauerlich, aber was willst du machen? Gibt es nicht noch jemanden, der sogar noch mehr Haarexperimente macht? Wobei, Lila ist eigentlich konstant beim holländischen Schachfreund und Großmeister Dimitri Reindermann. Seine Haare finde ich eigentlich am witzigsten immer. Das verfolge ich nicht so genau. Ja. Ist ja auch mehr mein Thema, wie du schon gesagt hattest, Haare. Gut, also Rapport gegen Aronian, Rapport mit Weiß am Zug. Gegen mich hat er schon mal C4 gemacht. Kam auch diesmal C4. Soweit nichts Außergewöhnliches. Springer F6 wurde gespielt. Ja, Springer C3 hat er gegen mich gespielt, gegen E5. Das könnte ich in eine Zugumstellung geben, also gehe ich wieder mit Springer C3. Sehr gut, sehr gut. Als hättest du gesehen, was passiert hier. Wir wollen nichts implizieren. E5 kam auch tatsächlich. Ich habe nur Fragmente im Kopf. Springer F3 hat er gegen mich gespielt, also würde das auch hier der Zug meiner Wahl sein. Nee, das kam diesmal nicht. Es kam der Zug E3. Und das bereitet einen von Rapports Lieblingsaufbauten vor, der in beiden Farben anwendet. Nach Springer C6 folgte nämlich was? Gut, ich kenne den Jungen ein bisschen. Er spielt natürlich G4. Selbstverständlich, G4. Wonach die Engine, glaube ich, so tut, als hätte Weiß einen halben Bauern eingestellt. Ja, ich glaube, der Computer gefällt dieses G4 nicht besonders. Ich habe nach der Partie
Aronian gesagt, dass Sprenger C6 eigentlich schon ein fast entscheidender Fehler ist gegen Rapport und dass er hätte D5 spielen sollen, um das Feld G4 zu kontrollieren. Aber er ist natürlich auch nicht blöd, er wollte es auch ein bisschen provozieren, um vielleicht Gewinnchancen zu kriegen. Nach G4 spielt er allerdings nicht prinzipiell. D5 zum Beispiel, ein Gegenschlag im Zentrum gegen einen Flankenvorstoß, habe ich mal gelernt, soll eine gute Idee sein. G5? G5 käme D4 und Schwarz hätte eine gute Position. Interessant. Sondern du kennst dich also aus hier mit der Theorie, ja? Selbstverständlich. Es wurde heiß diskutiert in Baden-Badener Kreisen nach dieser Partie. Ja, vielleicht sehen wir demnächst mehr Partien auf diese Weise. In der Tat, vor allem von Rapport, der ja auch, wie gesagt, mit Schwarz ist auch gerne spielt. Für die Zuschauer, die im Kopf folgen können, er spielt zum Beispiel gerne Sprenger nach F3, E6, G3 und dann G5. Also E6, G5 oder E3, G4 ist schon ein Steckenpferd von ihm. Deshalb ein interessanter Spieler. Früher war ja eher ein Spieler wie Schirov, den wir auch schon hatten in unserer Show, dafür zuständig. Ich weiß noch, damals, als er gegen Philidor dieses G4 entkorkt hat, hat er eigentlich mit erfunden. Und dann haben das immer mehr Leute angefangen zu spielen. Vielleicht sehen wir einen ähnlichen Trend hier. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass sämtliche unserer Zuschauer ab sofort G4 und G5 in allen Situationen spielen werden. Wie dem auch sei, du bist ja eigentlich schon raus aus dem Ratespiel nach... ja. Aber möchtest du noch hier weiter versuchen? Ich würde mich jetzt weiterentwickeln, vielleicht Läufer G2. Sehr gut, sehr gut. D6, erneut D5 kam sehr stark in Frage hier. Ja, der Bauer hängt H3. Sehr gut. Hier würde ich eigentlich gerne die Seiten wechseln. Du müsstest Aronians nächsten Zug erraten. Okay, Läufer E6. Ja, liegt nahe, kam aber nicht. Läufer E7. Nee, ist richtiges Feld, aber falsche Figur. Springer E7. Ausgezeichnet. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Das ist, glaube ich, auch keine so gute Idee. Ich glaube, er war ein bisschen, fühlte sich provoziert durch G4 und wollte in Kreativität dagegenhalten mit dem Manöver Sprenger E7 und Sprenger nach G6. Aber, liebe Zuschauer, vergessen Sie nicht, es hat auch Nachteile, in der Öffnung dreimal die gleiche Figur zu ziehen oder seine Königsstellung irreparabel zu schwächen. Also es ist ein bisschen so eine Don't-try-this-at-home-Situation. So, nach D4 Sprenger G6 gibt es noch einen interessanten Moment. Ich beende hiermit das Ratespiel, weil die nächsten Züge wärst du gleich drauf gekommen und ich gönne dir ja wenig Erfolgserlebnisse, wie wir wissen. Richtig. Sprenger nach F3, Läufer E7, Dame C2, C6. Hier fiel Aronian auf, dass er nach dem Zug Läufer F1 ziemlich ernsthafte Probleme haben könnte, dank seines schönen Springermanövers, weil der Springer nach Läufer D3 ein bisschen merkwürdig stehen würde. Das heißt, hier war ein bisschen Luft anhalten angesagt. Aber das ist schon alles richtig, dass hier ein 2-8-Spieler gegen ein 2-7-Spieler spielt und nicht 1800 gegen 1700. Genau, ja, Man könnte meinen, G4, Springer C, Springer E7, G6 und dann Läufer F1, D3. Aber nee, das ist modernes Schach, meine Damen und Herren. So wird das gespielt heutzutage. Na, Läufer F1 kam ja nicht. Das war der Zug, den Aronian befürchtete. Er hat hier die Luft angehalten. Aber hatte Glück, mit D schlägt E5 wurde er erlöst und hat dann schnell die Chance genutzt, seinen Springer abzutauschen, den er dreimal gezogen hatte. Ich hoffe, Richard hat sich nicht allzu lange Zeit gelassen mit seinem Zug, sonst wenn Aronian nicht gerade Apnoe-Taucher ist, was ich nicht wüsste, dann wäre es vielleicht fatal gewesen mit dem Luftanhalten. Aber Rapport spielt ja meistens schnell, von daher war das okay wahrscheinlich. Er hat auch nicht wirklich die Luft angehalten. Ja, dadurch, dass er kein Muttersprachler ist, das Problem haben wir hier häufiger, versteht manche Redensarten einfach nicht. Weil das kriegen wir alles hin und wir arbeiten ja auch an vielen Sachen in dieser Show. Das war figurativ, ich verstehe. Figu was? Genau. Wie immer sei, die Partie ging später Remis aus, aber eine interessante Eröffnungsphase zwischen diesen beiden sehr, sehr starken Spielern. Und wo wir bei Rapport gerade sind, er spielte eine weitere hübsche Partie mit Schwarz gegen Andreas Schenk. Was mir in dieser Partie gefällt, wir betreten die Position nach dem 40. Zug und wenn Sie einmal hinschauen mögen, es wurde noch kein Bauer und noch keine Figur abgetauscht, was selten der Fall ist nach 41 Zügen, glaube ich. Was auch selten der Fall ist, Schwarz Rapport hat hier noch nicht G5 gespielt. Ne, das ist ziemlich häufig der Fall, auch nach 40 Zügen, dass Schwarz noch nicht G5 gespielt hat. Nein, das stimmt nicht. Meistens 5 Züge G5. Das sieht aus wie eine königsindische Struktur. In der Tat, er hat eine normale Öffnung gespielt diesmal.
Und hier nach sehr langen Schattenboxen machte Schenk zuletzt einen Fehler mit Dame nach C3. Es lässt nämlich diesen Springer ungedeckt, was nicht besonders tragisch aussieht. Aber jetzt schafft Rapport es, Feindkontakt zu initialisieren mit Springer G3 Schach. Und Weiß ist gezwungen zu reagieren. König G1 wäre nicht so gut wegen Springer schlägt E2 Schach. Daher war es ein Fehler, diesen Springer ungedeckt zu lassen. Und nach Springer schlägt G3, Läufer schlägt G3 wäre wohl zäher gewesen. H schlägt G3 hat er die H-Linie als Einflugschneise, das Wort habe ich mir gerade ausgedacht, für die schwarzen Figuren geöffnet und es sollte ein schnelles Ende nehmen. Läufer E3 noch ein schöner Zug, nimmt dem König dieses Feld und bereitet F4 nebst tödlichem Einschlag vor. Und da kann man wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel gegen machen. Nee, Schenk wehrt sich nach besten Kräften, aber ich glaube, Rapport hat hier sauber vollstreckt. Jetzt kam der besagte Einschlag, Läufer schlägt H3, Dame schlägt H3 und Weiß hat große Probleme. Es droht unter anderem Dame schlägt F3 matt. Hauptsächlich droht Dame schlägt F3 matt und ist nicht so einfach zu decken. Er probierte Turm nach D2. Läufer schlägt, Dame schlägt, Dame schlägt. Sieht aus, als habe Weiß die erste Welle abgeschlagen, aber die zweite folgt sogleich in Form des schwarzen F-Bauerns. Ich rede so komisches Deutsch, ich weiß nicht, ich glaube, das ist dein Einfluss. Du drückst dich sehr gewählt aus immer und dadurch... Und du hast das Gefühl nach. Färbt das ab, absolut, absolut. Auf jeden Fall steht Weiß hier schlecht. F3, Turm F4 und aus die Maus. Und so sollte es auch kommen. Jetzt ist das Hauptproblem das Manöver Turm nach G4 und Turm nach G2 und Knickknack auf H2. Es folgte Turm B2, Turm G4. Aber die Dame hat leider kein sinnvolles Feld. Dame F2, Turm G2 wäre schlecht. Und Dame E3, Turm G2 ist nicht viel besser. Der Läufer auf D1 fällt nach Generalabtausch. Und Schwarz hat das alles hinbekommen, ohne den Springer auf C7 zu benutzen. Interessant. Ja, der stand nicht besonders gut, aber er hat ihn nicht wirklich gebraucht. Schenk hat deshalb aufgegeben, nach Turm G2 schon. Also Rapport auf jeden Fall kann ich allen Schachfans nur empfehlen, seine Partien zu verfolgen. Für Unterhaltung sei ich immer gesorgt. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass er gerade mit dieser Partie, wie er mir erzählt hat, die 2-7-Schallmauer überschritten hat vor der Partie, meinte er im Live-Rating 2,699,6 gehabt zu haben und das war dann seine 2-7-Partie. Also auch eine schöne Randnotiz der Bundesliga, des Bundesliga-Schlusswochenendes. Ein weiterer Spieler, der schon vor längerer Zeit die 2-7-Schallmauer überschritten hat. Ich glaube, zu seiner Zeit gab es sowieso insgesamt nur zwei Spieler, die über 2700 hatten. War auch präsent am Bundesliga-Wochenende, nämlich der Ex-Weltmeister Anatoli Karpov himself spielte zwei Partien. Früher haben wir immer ein bisschen gelästert, dass er sich nur mit Weiß einsetzen lässt für Hockenheim, aber diesmal spielte er einmal mit Weiß und einmal mit Schwarz. Das hat mich auch überrascht. Schwarzpartie gewonnen sogar gegen Maxim Rothstein. Das hat mich noch mehr überrascht. Aber er war ja nicht umsonst so lange Weltmeister und einer der besten Spieler aller Zeiten. Ja, also was haben wir hier? Die Partie Karpov gegen Felix Graf mit Schwarz am Zug. Der Turm auf G7 ist angegriffen und wenn er zieht, dann ist so ein Zug wie Dame D7 sehr unangenehm und es ist nicht ganz klar, was Schwarz hier macht. Wahrscheinlich Turm F6. F7 hängt, C6 hängt auch. Hier auf B3 ist auch ein bisschen Spannung drin. Aber stattdessen hat Schwarz hier eine ganz andere Ressource. Und ich stand gerade live am Brett, als das passierte. Wir sind hier über die erste Zeitkontrolle schon hinaus. Und Felix hatte hier, als er den Zug ausgeführt hatte, noch 1,5 Minuten. Da hat sich Zeit gelassen, ne? Ja. Turm G2. Also Idee ist natürlich nach G2 einsteigen, nach E2 einsteigen mit der Dame. Und der Turm hängt natürlich. Weiß hat nichts Besseres, als ihn zu schlagen. Als Karpov den Turm geschlagen hatte, meine ich mich erinnern zu können, hatte er noch so 6 Minuten. Graf spielte hier a tempo Läufer E7 und Karpov versank nochmal für 5 Minuten.
Ja, mit dieser Partie habe ich mich kurz beschäftigt. Der allwissende Computer sagt, dass Schwarz hier sogar auf Gewinn spielen konnte mit Dame E2 Schach, König G1 ist der beste Zug und das kalte Dame schlägt H5, was einen Turmschach auf G6 vorbereitet. Aber auch den Springer auf E5 angreift. Ja, aber mit 1,5 Minuten gegen den Ex-Weltmeister war Felix Graf vermutlich auch zufrieden hier, das Unentschieden zu sichern mit einer schönen Unentschieden Kombination. Unentschieden ist natürlich auch geil, aber ein Sieg gegen den Ex-Weltmeister ist nicht doppelt so gut, das ist 10-mal so gut. Die Frage ist, ob er die Stellung hat richtig einschätzen können hier. Ist natürlich schwierig. Ist natürlich auch leichter im Nachhinein gesagt, wenn man es mit Computer gecheckt hat. Also Schwarz hat einen Turm weniger, er hat ein paar Drohungen. Selbstverständlich, gar kein Vorwurf also da. Also Springer H4 oder so, da muss man auch erstmal sehen, wie es weitergeht. Turm schlägt E3. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall sehr messy alles. Aber Schwarz hat auch noch diese zusätzliche Ressource, B schlägt A2 in einigen Varianten. Ja, also das hätte ich gerne gesehen. Da hätte ich Karpov mal gerne erlebt, wie er da ins Schwitzen kommt. Aber gut, es kam Läufer E7. Boah, apropos ins Schwitzen, ich war auch am Brett. Wir haben ja nicht so in unseren eigenen Partien aufgepasst, ne? Dazu werden wir noch kommen. Aber Karpov hier, was mich überrascht hat, nach Turm G2 hat er überlegt, irgendwie 5 bis 10 Minuten oder so. Ja. Und ich dachte, jeder andere Zug als König schlägt G2 ist sofort aus. Deshalb habe ich mich gewundert, worüber er nachdenkt. Zweifellos, aber ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum er Weltmeister ist oder war und du nicht. Er versucht hier wahrscheinlich alles im Voraus zu verstehen, Zeitnot seines Gegners auszunutzen. Ja, aber das ist ja Blödsinn, wenn man nur einen legalen Zug hat. Und König schlägt G2 ist der einzig legale Zug und mein Gegner hat 1,5 Minuten. Da mache ich doch erstmal den Zug und rechne dann idealerweise auf Zeit des Gegners, vielleicht, statt aber dem Gegner dachte hier Zeit zu geben. Es muss König G2 kommen und Dame E2 ist der einzige Zugläufer. E7 habe ich natürlich gar nicht gesehen. Und dann dachte ich, wohin geht der König und wie geht es dann weiter? Und ich dachte, vielleicht sieht er das auch so. Aber man weiß es nicht. Man muss ihn vielleicht fragen. Wie man sagt, Läufer E7 ist auch ein schöner Zug. Hat die Idee, den Springer abzulenken von der Verteidigung des Feldes E3 und auch einiger dieser Felder. Und nach dem erzwungenen Springer schlägt E7, hat Schwarz allerdings nur Dauerschach mit Dame E2 Schach. König H1, Dame F3 Schach und so nahm es ein friedliches Ende. Ich glaube, interessantes Wochenende für Felix Graf. Konnte gegen Karpov spielen und gegen Aronian. Hat man auch nicht alle Tage, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch Spaß machen kann. Ja, kommt immer aufs Ergebnis an, ne? Also gegen beide verlieren wird mich, glaube ich, nerven. Aber das Remis gegen Karpov, gegen Aronian hat ihn dann erwischt. Aber trotzdem, nicht verkehrt. Also ich hätte gern getauscht, auch wenn ich einen halben Punkt mehr geholt habe als er. Ich hätte liebend gerne getauscht. Okay, also das war die Partie. Wolltest du noch lieber was anfingen? FC Bayern München, ich glaube, das können wir als ziemlich direkte Bewerbung von Ilja Zaragatzky auch verstehen, dass er gerne getauscht hätte, sprich am Spitzenbrett von Bayern gespielt hätte. Ich erwähne es hier nur am Rande, wenn es nichts fällt mit der Nationalmannschaft, vielleicht ja Bayern München. Apropos Bayern München, eure Dominanz der Liga ist ja so ein bisschen vergleichbar mit der von Bayern München in der Fußball-Bundesliga. Ich weiß, du kennst dich damit wieder nicht aus, es ist kein Basketball, aber die sind auch im Basketball ganz gut, glaube ich, oder? Ja, auch die deutsche Basketballliga verfolge ich nicht so. Okay, gut. Aber uns war es natürlich schon wichtig, dass uns nicht Ähnliches zustößt wie den Bayern am Wochenende gegen Augsburg. Siehst du ja, Fußball genau. Verfolgt. Richtig, ja. Da haben sich ja alle beschwert, weil Bayern angeblich mit einer B11 aufgelaufen sind. Ganz anders Baden-Baden, das immer noch seine Spitzenspieler aufgestellt hat und dann selbst so reagiert hat, wie man sich erhofft. Also Schirov, der nicht die Leistung erbrachte, die man von ihm erhofft hatte, wurde dann kurzerhand ausgewechselt gegen das Nachwuchstalent Julia Boches, 82 Elo WFM. Das wird ihm wahrscheinlich zu denken geben, oder? Also euer Trainer, Manager, alles in Personalunion, der Felix Magath des deutschen Schachs, Sven Noppes, wird sich wahrscheinlich seinen Teil da gedacht haben und hat Schirov auf die Ersatzbank gezwungen. Ich spüre oder hat eine gewisse Ironie in deinen Worten, die ich so natürlich als Baden-Badener Spieler nicht gutheißen kann. Das hat den ganz simplen Grund, dass Schirov seit heute ist Montag, der Tag nach der Schachbundesliga, in der russischen Liga spielt und daher die Sonntagsrunde verpassen musste und schon auf Reisen war. Mir gefällt meine Version trotzdem und besser. Da wir als Meister schon feststanden, war es natürlich eine willkommene Gelegenheit, auch den Baden-Badener Nachwuchskräften
einmal Spielpraxis zu geben. Insofern schon die Parallele zum FC Bayern vielleicht nicht ganz weit hergeholt. Dieses Fragment, was wir schon seit geraumer Zeit auf dem Brett sehen, stammt noch aus dem Kampf vom Samstag gegen Epping, die am Ende, glaube ich, Dritter geworden sind. Auch einer unserer Hauptkonkurrenten. Und wir hatten uns ja vorgenommen, Arik Braun zu diskreditieren in dieser Sendung. Gleichzeitig sehen wir hier mit den schwarzen Steinen Livio Di Tarnisi-Pernu, der uns beiden, ich will meine Ambitionen da gar nicht weiter verheimlichen, ja auch als Konkurrent für die deutsche Nationalmannschaft neuerdings erwachsen ist. Er wird nämlich für Deutschland spielen und nicht mehr für Rumänien, hat er angekündigt. Und mit einer Elo von, ich weiß gar nicht, 2,680 oder so, wird es nicht leicht für uns, ihn da zu verdrängen, befürchte ich. Ja, ich befürchte Ähnliches. Diese Partie hat er auf jeden Fall recht schön gewonnen. Wir sehen schon, der weiße König ist ein bisschen eingeklemmt worden hier. Arik versuchte sich zu befreien, indem er diese Bauern vernichtet. Aber nach Springer Dame schlägt H4, Springer C3, Läufer C4, kam das sehr, sehr unangenehme Springer D1. Und hier sehen wir schon, Schwarz hat böse Absichten. Die Hoffnung von Läufer C4, naja, man kann es auch nicht nennen. Auf Dame C4. Dann wäre er natürlich kein Kandidat für Nationalmannschaft. Das sieht ein zukünftiger deutscher Nationalspieler natürlich. Also Springer D1. Ja, und hier ist Weiß leider wirklich schon, oder zum Glück aus Baden-Badener Sicht schon sehr überlastet. Das Matt pariert er mit Springer F2, weil jetzt nach Dame D6 droht recht kräftig zum Beispiel Springer F2 nebst Dame D4 oder auch sofort Dame D4. Und der schwarz-weiße König ist einfach zu eingesperrt. Könnte man nicht schon Springer F2 und Dame B6 spielen und dann dieses erstickte Matt androhen? Das wäre doch ein schönes Ende der Partie gewesen. Geht höchstwahrscheinlich auch. Springer F2 und Dame B6. Ich vermute nach König F1 hat er noch keinen Todmacher gesehen. Hier. Springer irgendwo hin? Springer irgendwo hin. Ja, H1 sieht schön aus. Aber vieles. Ja. Ach, warte mal, F4 hängt ja. So, wir nehmen alles zurück und gehen weiter mit der Partie. Ja, Dame D6 überdeckt F4, überdeckt den Springer, überdeckt so einiges. Und hier die Partie nahm ein schnelles Ende. Läufer F7, Turm nach C8. Der Sicherheit halber geht der Turm auch noch aus allen Geschichten, wo die Dame ihn belästigen könnte. Jetzt war Schwarz alles bereit für den finalen Einmarsch. Und nach Läufer D5 ist Verzweiflung. Springer F2, König G1. Vollstreckte Nisipernu mit dem Zug Springer nach D3. Jetzt droht nicht nur Dame B6 Schach, sondern auch ganz prosaisch. Dame schlägt D5 und Springer schlägt E1. Und Braun hat er genug gesehen. Kein gutes Wochenende für Arik. Ein gutes Wochenende für Dieter. Ich weiß gar nicht, wer sonst gespielt hat. Ich glaube, noch eine gewonnen und ein Remis. Ja, aber eine große Verstärkung und für uns natürlich ein mächtiger Konkurrent im Rennen um die Plätze in der deutschen Nationalmannschaft. Wird interessant sein, wie es läuft für Deutschland bei der bevorstehenden Schacholympiade. Ja, richtig. Kommen wir noch zum Abschluss zu ein paar taktischen Schönheiten des Bundesliga-Wochenendes, die ich mir da ausgesucht habe, die schön aussehen. Hier an dieser Stelle, das ist aus der Partie Meinhardt gegen Mainz und der 40. Zug von Weiß ist Springer schlägt D5. Übrigens, Maximilian Meinhardt, ein zukünftiger Autor für uns, sollte man sich bereits schon mal einmal merken und hier, nicht, dass er es nötig hätte, aber nochmal ein Bewerbungsschreiben ob seiner Spielstärke. Springer schlägt D5 und Schwarz am Zug, alles hängt. Boah, ich habe die Partie angeguckt. Ich glaube, er stand die ganze Partie über ziemlich grausam und hat dann irgendwie rumgetrickst am Ende, oder? Sehr starker Spieler, Gegner chancenlos überspielt. Mhm. Jan, was würdest du hier spielen mit Schwarz am Zug? Dame schlägt G3, Dame tauschen. Schnell. Warum? Aber Dame schlägt D5 ist doch bestimmt auch gut. Also, Weiß hat jetzt im Moment eine Figur mehr, aber natürlich hängen beide Springer und jetzt ist die Frage, welche nimmt man? Nimmt man auf G3? Dame schlägt G3 wäre tatsächlich gut gewesen und danach, wenn Schwarz dann wieder nimmt, im nächsten Zug auf E6 steht er auch gut. Aber warum denn nicht Dame D5? Ich vermute wegen Springer schlägt G7. Das war übrigens der 40. Zug, der letzte vor der Zeitkontrolle.
Und nun spielte Schwarz überraschenderweise Läufer D3 und verlor die Partie anschließend. Aber was ist denn eigentlich mit König schlägt G7? Ich sehe es. Läufer E6. Was ein schöner Zug, oder? Wunderschön. Wahrscheinlich übersehen. Das kann schon mal passieren im 40. Zug. Aber das erfreut mich. F schlägt E6, scheitert natürlich an einem Matt in zwei Zügen. Man kann auch nach G7. Und Dame schlägt E6, macht dem Läufer die Diagonale frei. Und Schwarz verliert Haus und Hof. Mhm. Ja, ganz, ganz hübsch, Läufer E6. Wunderschön. Auch Kompliment also, an dich für das Auswählen dieser Perle, die in vielen vielleicht entgangen wäre. Nehme ich an. Ja, schön. Noch eine haben wir hier. Und dieses Beispiel, hast du gesehen? Nee. Aber gerade gesehen. Ich sehe die Stellung vor mir. Aber du siehst die Lösung. Jetzt ja. Ich habe ein kleines Experiment gemacht. Ich fand das so ästhetisch hier, die Lösung dieses kleinen Beispiels, dass sich beim Abendessen im Restaurant alle Spieler der Katernberger Mannschaft, der ich ja angehöre, und zusätzlich sämtliche Spieler des Hamburger SK hier gefragt habe nach dem Lösungszug. Und da merkt man direkt, wer ein taktisches Genie ist und wer nicht. Alle waren taktische Genies, aber vor allem Esan Gaimagami. Während ich das Handy mit der Brettstellung in seine Richtung drehte, hat er schon die Lösung gesehen. Andere haben die Lösung gar nicht nach einer halben Minute erst gesehen. Also Turm E5. Das ist wunderschön. Mit der Idee, Turm schlägt E5. Dame F4 Schach, König H5 und Dame H4 Matt. Das ist die eine Idee und die andere Idee. Dame schlägt E5, F4 mit einer Gabel. Und Weiß gewann hier, weil Schwarz aufgab. Übrigens die Partie zwischen Mladenov und Rüdiger Seger und Svetlin. Ein guter Freund von mir hatte hier nach dieser Partie 4 aus 4. Leider hat er die letzte Partie dann noch verloren. Vielleicht auch jemand, wo man demnächst sich Sorgen machen müsste als Nisbiano, dass er in die deutsche Nationalmannschaft vordrischt. Auch ein deutscher Staatsbürger? Bin mir nicht sicher. Bulgare, aber vielleicht demnächst. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Turm E5. Das hat mir imponiert. So, was haben wir noch für Beispiele? Das ist ein Beispiel, das du ausgesucht hattest. Ja, ich denke, das können wir uns eigentlich fast sparen. Aber wir können, wenn du Lust hast, noch einmal schnell Züge raten machen. Hier die Anfangsphase. Ich habe Lust. Du hast Lust, okay. Du bist Tal, also, aber Gel. Was spielt Tal eigentlich? Ich weiß es nicht. Okay, ich gebe dir den ersten Zug. E4. Okay. Swane spielt alles. Das, genau, er spielt gegen Rasmus Swane, ein weiterer Prinz, auch sehr erfolgreiche Bundesliga-Saison, ganz knapp eine Großmeisternorm verpasst. Ist ein ehemaliger Schüler von mir, deshalb bin ich da ein bisschen zwiegespalten, ob ich lieber Swane oder Zaragatzki in der Nationalmannschaft sehen würde. Ich könnte mit beiden gut leben in der Zukunft, muss ich sagen. Also, Weiß am Zug. Ja, D4 ist der Hauptzug, Springer F3 kann man spielen, Springer C3 kann man spielen. Nee, ist alles falsch, Springer E2 wurde gespielt. Okay. D5? D5 ist richtig, aber die schwarzen Züge darfst du ja auch nicht raten. Achso, E5. E5, genau. Wurde tatsächlich schon häufiger gesehen, diese Variante. Ich glaube, Short hat ab und zu so gespielt. C5 ist der mir bekannte Hauptzug hier. Aswane spielte D4. Ja, ich bin kein so guter Schauspieler. Ich muss es zugeben, ich habe die Partie auch gesehen. Warum hast du dann Springer E2 nicht geraten, Trottel? Da war ich mir nicht ganz sicher. B4? Ja, also nur eine lustige Öffnungsphase. B4, A5 wurde gespielt. Läufer B2, A schlägt B4, Springer schlägt D4. Und das gefiel mir sehr gut. Dame D5 mit Angriff auf den A2-Bauern. Und den E5-Bauern. Weiß hätte beides parieren können mit Springer B3, hat er nicht gemacht. Ich weiß nicht warum, aber es wird seine Gründe dafür geben. Und nach Springer F3, Turm schlägt A2, hatte Schwarz einen Bauern mehr mit guter Stellung. Also, soweit ich weiß, war das sogar noch alles Vorbereitung, wenn ich mich nicht vertue. Und wahrscheinlich auch noch weiter, noch sehr viel weiter. Noch sehr viel weiter, wer bereitet denn hier noch weiter vor? Wenn ich mit schwarzen Bauern mehr habe, nach neun Zügen... Ambitionierte, junge deutsche Schachspieler bereiten hier noch weiter vor. Und das ist der Grund, warum die immer besser werden und hier nicht mehr. In der Tat. So, als letztes hatten wir vorbereitet ein Segment aus meiner Partie. Aber ehrlich gesagt sollten wir über unser beider Wochenende eher den Mantel des Schweigens hüllen, glaube ich. Also ich habe zwei nicht sehr inspirierende Remisen gespielt, dann die
letzte Runde noch gewonnen gegen Bayern München, aber nicht wirklich brilliert. Und auch daran, dass wir hier hauptsächlich Partien deiner Konkurrenten zeigen, sieht man ja schon, dass du diesmal auch keine Perle fabriziert hast am Bundesliga-Wochenende. Ne? Nee, leider nicht. Zwei Remis habe ich auch geschafft. Hast du verloren auch noch eine Partie? Oh, das wusste ich nicht. Das ist ja die Stärke und das Geheimnis von Baden-Baden, abgesehen davon, dass wir im Schnitt immer so 100 bis 200 Elo-Punkte mehr haben pro Brett. Wir verlieren sehr wenig Partien und einer gewinnt da meistens irgendwie. Also, Baden-Baden ist Meister. Nächstes Jahr geht es weiter. Wir streben natürlich den 10. Titel in Folge an. Andererseits denke ich, es würde der Liga gut tun, wenn das Rennen ein bisschen spannender werden würde und sich wieder größere Verfolger auftun. Sponsoren da draußen, ich glaube Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gmünd, eine recht starke Mannschaft, ist aufgestiegen. Und die haben auch schon teilweise Kampfansagen gemacht, die ich gehört habe. In 2 Jahren holen wir den Titel. Also es verspricht spannend zu werden. Es bleibt spannend. Baden-Baden nicht mehr die Jüngsten. Wir haben gerade festgestellt, Neidisch ist der einzige Spieler im Kader unter 30 von den regelmäßig Eingesetzten. Wir kommen in die Jahre, aber wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder da sind. Du bleibst Katernberg erhalten? Ich gehe stark davon aus. Bisher hat noch kein anderer Verein Ablösesummen in Millionenhöhe geboten. Jedenfalls weiß ich nichts davon. Aber vielleicht ja Bayern München, für die ich mich gerade beworben habe. Man weiß nie. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, für unsere kleine, viel zu lange Show. Wir kriegen ständig Ärger vom Produzenten, deshalb reden wir jetzt am Ende noch ein bisschen Blödsinn, damit wir auch die Stundenmarke überschreiten. Es war wie immer eine Freude und wir sehen uns sicher zu diversen weiteren Themen. Jetzt, wo Bundesliga vorbei ist, müssen wir uns neue Themen für diese kleine Sendung überlegen. In Bälde wieder. Möchtest du nicht Tschüss sagen? Jetzt haben wir ja Awkward Silence. Ja, ich dachte, weil wir halt schon so lange überzogen haben, dass ich halt im Gegensatz zu dir nichts mehr sage. Aber okay, ich sollte mich verabschieden. Also, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens zur nächsten Bundesliga-Saison, aber bestimmt schon vorher in den anderen spaßigen Videos, die Jan und ich gerne mal so aus Langeweile produzieren. Tschüss. I'm not ready. Are you ready? Not yet. Now I am.